Einen wunderschönen. Wie ihr seht, seht ihr nicht mich, sondern ihr seht meine Fritzbox. Die werden wir auch mal vom Aufkleber befreien. So, und zwar wollen wir jetzt hier hinten das austauschen. Ich habe extra mal meine Cam mitgenommen, um euch das zeigen zu können, dass das eigentlich kinderleicht ist. Wir machen natürlich alles hier zusammen. Ach du Scheiße, stimmt, dann geht ja die Fritzbox ohne mit aus. Das ist ja doof. Ich will ja gerade Updates hier. So, erstmal die Festplatten aus. Jetzt das einfach ran. Hier seht ihr schon, dass da vom Kabel ein Unterschied ist, dass der von Devono jetzt für das neue was dicker ist. Ich denke mal, bei AVM wird da dann auch was dicker sein, weil das ist ja jetzt nur die 520E-Version. So, jetzt muss ich hier erstmal nur meinen. Wo habe ich denn den jetzt dran? Ach, hier. Ach Gott. Kommen noch raus jetzt hier. Dann will ich das erst einmal abmachen. So. Ich werde mal gucken. Ich habe jetzt hier nicht so viel Platz. Ich habe hier auch nicht so viel Steckdosen hier oben in der im Griff bereit. Ich will auch später mal testen, wie zwei verschiedene DLANs untereinander klarkommen. Also wenn ich jetzt hier über, oder ob ich hier den von AVM mit in mein Heimnetzwerk integrieren kann über das Devolo. So, und jetzt machen wir das hier auf LAN 1. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Herstellern ist, aber wenn ihr auch eine Fritzbox habt, geht dort in die Energieeinstellung und guckt nach, dass ihr wirklich alles auf Full Power gemacht habt. Weil meine hier, die hat jetzt viermal 1 Gigabit, aber zweimal ist nur aktiviert. Die anderen zwei sind auf 100 Mbit gemacht. Und wenn ihr das Vorgängermodell, was ich davor hatte, habt, ja, mit den zwei LAN-Anschlüssen, da ist der zweite kein 1 Gigabit-Port. Deswegen nehmt den ersten LAN-Anschluss. Seht ihr da? Steht jetzt auf der Kippe, also hier LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Nehmt, wenn ihr halt nur zwei LAN-Anschlüsse habt, so, seht ihr das vielleicht ein bisschen besser bei der Fritzbox. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Routern ist. Ich weiß nur, wie es bei der Fritzbox ist. Dann ist der automatisch auf 100 Mbit und der 1 Gigabit. Da müsst ihr nochmal nachgucken, dass auch wirklich da 1 Gigabit freigeschalten ist. Sonst müsst ihr das Häkchen bei 1 Gigabit machen. Der zweite geht definitiv nicht auf 1 Gigabit. Der bleibt definitiv immer bei 1 Mbit. Und hier habe ich halt jetzt viermal. Bei den neueren Versionen weiß ich es jetzt nicht so genau. So, und da seht ihr das, wir haben das jetzt hier angeschlossen. Da blinkt das jetzt auch rot. Ich muss jetzt natürlich aber auch noch, weil bringt ja nichts, wenn das nicht dran ist, weil... So, jetzt springen die Festplatten an, die Fritzbox springt an und jetzt haben wir das alles im Heimnetzwerk erstmal so drin. So, jetzt müssen wir hier warten. Da oben blinkt das rot. Jetzt werden wir ins Wohnzimmer gehen und da anschließen. Bis dahin. So, und da bin ich auch schon. Ich habe jetzt, nicht wundern, wir sind immer noch beim Hardware-Video, Hardware-Check von Devolo vom 1200er WLAN. Ich habe jetzt meine Amazon Fire TV-Box mal angemacht, dass ihr das seht, dass ich keine Internetverbindung habe. Jetzt gehen wir einfach mal hier hinten in meine Ecke. So. Dann nehmen wir das ab, nehmen das ab, machen das ran. So, und dann drücken wir die Home-Taste. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich müsste der das automatisch machen. Ich glaube, ich habe jetzt nämlich den richtigen genommen. Wartet mal kurz, hier seht ihr jetzt mal ein bisschen doof.
muss nämlich hier noch, ach, so, den LAN muss ich ja noch ranmachen. So, Entschuldigung. So, und jetzt haben wir das da verbunden. Jetzt leuchtet es hier rot. Seht ihr das? Wir können jetzt, da WLAN haben wir hier noch. Das leuchtet so ganz schwach rot. Also da passiert jetzt nicht viel. Und hier haben wir unser altes von der Fritzbox. Und wo waren das? Wo waren der Reset-Knopf hier? Eigentlich müsste der das automatisch verbinden. War das bei dem kleinen Teil? Da hatte ich doch an der Seite so einen Knopf gesehen. War, glaube ich, dann beim kleinen. So, seht ihr das? WLAN leuchtet jetzt schon. Da blinkt es, da leuchtet es weiß. Und das scheint wohl das Signal zu sein. Ja, hat funktioniert. Das ist doch das beste Beispiel, dass es funktioniert. Und jetzt müssen wir gucken. So, jetzt leuchtet der rot. Der soll auch rot leuchten. Weil, ich will mal gucken, ob das so funktioniert wie bei Fritzbox. Ach du Scheiße, da habe ich ja meinen. Kann ich ja jetzt gar nicht. Der Laptop und alles ist doch da drin. Den kann ich ja jetzt nicht einfach so vom Strom trennen. Knifflige Angelegenheit. Knifflige Angelegenheit. Gut, dann hat sich das hier von hier aus an der Stelle schon mal erledigt. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir das jetzt noch, dass ich jetzt mal, ob die Updates jetzt mal konfiguriert werden oder so, dass ich dem Laptop jetzt sage, geh mal aus, dass ich das dann verbinden kann, weil der ist nämlich immer noch am Update ziehen von Windows 7, weil ich jetzt Windows 7 wieder drauf habe, dass ich überhaupt wieder Videos bearbeiten kann und machen kann, weil Windows 10 klappt bei mir nicht. Das installiere ich und gleich das erste Update zerschießt mir mein komplettes Windows 10. Irgendein Sicherheitsupdate oder so oder ein Windows 10 Update. Ich habe noch Ton, ich bin noch in Windows 10 da, aber der Bildschirm startet nicht mehr. Abgesichert Modus schon, aber halt so nicht. Aber ist ein anderes Problem. So, dann würde ich mir jetzt hier erstmal verabschieden. Ich mache hier nur einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier alles ausgemacht habe und wir den Laptop auch anschließen können. So Leute, da bin ich auch wieder. Kann das jetzt abmachen. Ich habe nämlich den Strom, einen Akku gemacht. So. Muss ich das nur abmachen. Wartet mal, jetzt muss ich euch mal kurz... Hoppala. Ja, keine Ahnung. Wartet mal, muss ich mal kurz euch eine doofe Sicht anbieten, aber es geht nicht anders, weil sonst habe ich, hätte ich den Stromkabel jetzt hier nicht abgekriegt. Den können wir dann auch hier wieder dran bappen. Und da habe ich ihn jetzt dran gemacht und jetzt müssen wir hier sehen, mal gucken, wie ich das mache, dass ich den jetzt hier irgendwie aufnehme, so, dass ich den hier dran schließe. Ah, haben wir. So, der leuchtet jetzt natürlich rot, weil der ist nicht im Heimnetzwerk eingebunden. Drückt mal sicherheitshalber, weil meistens muss man das immer noch so ein bisschen drücken. Und der ist jetzt natürlich drin, der leuchtet weiß. Jetzt machen wir den auch rot. So, gucken wir mal. Der sollte jetzt gleich rot leuchten. Rein theoretisch. Ach, der blinkt schon. Jetzt blinkt der rot und schon ist er da. Ah, okay. Hat sich erledigt. Das war's schon. Ihr seht, da leuchtet es jetzt weiß und rot. Weiß. Ich denke mal, weil der Laptop jetzt auch geradeaus ist. Das werden wir gleich sehen. Dann würde ich jetzt sagen, mache ich hier erstmal einen Cut. Jetzt leuchtet es auch wieder weiß-rot. Und dann sehen wir uns gleich am Laptop. So Leute, ihr seht, mein Windows startet gerade.
Und aber kann euch jetzt hier schon mal was zeigen. So, na, machen wir auf. So, dann kann ich euch jetzt hier schon mal zeigen, dass ich einmal jetzt hier die Fritzbox habe mit einer 5 GHz Verbindung, mit der ich jetzt gerade verbunden bin. Dann habe ich hier nochmal die Fritzbox mit einer 2,4 GHz Verbindung. Das ist die 7490, das seht ihr. Ich habe das extra dazu geschrieben in den Einstellungen der Fritzbox, dass man sieht, wo da jetzt was ist. Also dass ihr praktisch seht, dass da eine 5 und da die 2,4 Variante ist. Die 5er hat halt natürlich mehr Internet. Und da oben habe ich den Punkt aktiviert. Das war das schnellere auch mal auf 2,5 runtergehen können oder 4, wenn was sein sollte. Ich habe auch schon wieder Nachrichten von PlayStation. So, und da habt ihr dann da Devolo und da Devolo. Und das ist einmal die 3FD und da ist einmal die, sehe ich gar nicht, 3FD und die 374. Ja, und jetzt sind meine anderen Geräte, die mal hier waren oder beziehungsweise gerade keine Netzwerkverbindung haben. Das ist doch schon mal übersichtlich und ihr seht, ich habe natürlich überall volle Pulle, weil meine Fritzbox ist ja nur nicht weit weg. Ja, das seht ihr ja. Aber wenn jetzt die Fritzbox jetzt überlastet sein sollte, wartet mal, mach ich mal so. Wenn die Fritzbox jetzt natürlich überlastet sein sollte, weil wenn man viele WLAN-Geräte an einem Gerät anschließt, an der Fritzbox zum Beispiel, dann kann es dazu kommen, dass die Fritzbox sagt, nö, ich lasse kein neues Gerät zu. Es gibt aber auch Fritzboxen, wo ich weiß, dass die nur maximal 8 Geräte zulassen. Und dabei ist es egal, ob es per LAN oder per WLAN ist. Eine Kumpeline von mir in Berlin, die hat zum Beispiel eine Fritzbox, die lässt 8 Geräte zu, das ist eine kleine. Na, die hat jetzt den PC hat sie dran, den Fernseher und den Receiver. Das sind 3 Geräte. Dann hat sie ihr Handy, das Handy der Tochter und das Tablet. Das sind 3 Geräte, sind sie bei 6. Wenn denn jetzt noch Besuch kommt, oder nee, 6 lässt sie gerade gar nicht zu. Wie sieht's denn? Ich glaube, 8 lässt sie zu. Fernseher. PC. Genau. Genau, denn die, ach so, genau, denn ihr Handy, das Handy der Tochter und der Laptop und der Tablet sind sie bei 7. Und da ist es dann halt doof, wenn die Schwester kommt und so oder der Bruder noch, dann muss er mal ein Gerät rausschmeißen und dann wieder ein Gerät drin nehmen. So. Mein PC fährt auch gerade noch ein paar Mal hoch und runter. Ich werde das gleich mit euch nochmal weitermachen, wenn mein PC komplett hochgefahren ist und ja, das alles vernünftig läuft. So, wie ihr seht, bin ich jetzt mit dem Internet verbunden. Also ich bin online. Das werden wir auch gleich nochmal testen. Ja, neue Updates wurden installiert. Windows Updates. Ja, nach Updates suchen. Und hier unten gehe ich auf. Da, Netzwerkfreigabecenter und da seht ihr das auch, dass ich mit der 5 Fritzbox 5 GHz verbunden bin. Ja, das ist, warum hier 5 GHz steht, weiß ich nicht. Ich bin per LAN dran und nicht per WLAN, aber ist ja auch egal. Hauptsache, das funktioniert. Irgendein Treiber hat er jetzt nicht, WinTV hat er nicht installiert, aber egal. Das, ach so, das ist weg. Das jetzt dran habe. So, und jetzt kann ich euch da noch was zeigen. Und zwar so, das ist jetzt meine Systembewertung von meiner PlayStation 4. Ja, ich werde noch mal ein bisschen rauszoomen. So, da seht ihr das so. Der Internetverbindungstest. Und ich habe dort, was ankommt, Geschwindigkeit Download, Geschwindigkeit Upload, 10,2 Mbits und dort unten bei 899 Mbits. Das ist natürlich weniger, als was ich eigentlich habe. Ich habe eine 16.000er Leitung, wo 14.000 ankommen und Upload habe ich 1,1. Das ist natürlich etwas Verlust. Aber vorher mit dem
500er DLAN hatte ich nicht mal 10,2 Mbits im Download und nicht mal 800 noch was im Upload. Da hatte ich im Download, glaube ich, mal 3, mal 5, kam mal drauf an, wie lustig war. Und im Upload hatte ich immer nur so um die 200, 300 oder so. Ja. Wartet mal, ich gehe mal raus. Da können wir auch gleich mal Kontrolle machen. So. Also ich bin ja wirklich komplett verbunden und dann kann ich euch das mal zeigen hier. Download, das an und das an und so. Hoppala, bisschen zu nah. Da sagt er mir jetzt an 3 Minuten für die 100 noch Watt MB und für die 600 noch Watt 18 Minuten. Da war, und guck mal, wie schnell das vorangeht. Davon konnte ich vorher nur träumen. Ja, da hatte ich dann halt hier wesentlich langsamer. Guck mal, wie schnell das jetzt macht, wie schnell der das den Balken jetzt hier vollklatscht. In dem unteren. Der geht so peu à peu nach vorne. Bei über 100 Mbit, fast 200 Mbit. Die ich runterladen muss und das war vorher definitiv nicht möglich. Da habe ich für diese 200 oder nicht mal 200 Mbit habe ich ewig gebraucht, um sowas runterzuladen, da ich natürlich nicht das entsprechende Download und Upload Volumen einer PlayStation hatte und mein altes LAN war auch langsamer. Ich habe jetzt 5 Gigabit LAN, aber das ist natürlich am anderen Ende. Die PlayStation steht da oben, da sind ein paar Räume dazwischen. Und da macht sich das so schon besser. Ich habe jetzt definitiv eine bessere Geschwindigkeit. Das läuft hier sehr flüssig, sehr schön. Hier werde ich euch auch noch mal zeigen, dass ich verbunden bin. Und hier, nee, da, Windows Updates, der wird noch, sucht noch gerade nach Windows Updates. Da findet er natürlich noch knapp 100 Stück oder so. Aber ich bin verbunden. Ich habe jetzt eine super Geschwindigkeit. Wir können auch jetzt mal einfach mal so. Hat zwar jetzt, wird zwar nicht viel bei rumkommen, weil der Speedtest von speedtest.net und von anderen, der prüft ja eigentlich immer nur von Fritzbox zum, ja, zum Server, den wir jetzt angeklickt haben. Aber mal gucken, ob wir jetzt dadurch, dass wir hier unser Heimnetzwerk vielleicht ein bisschen optimiert haben, ob wir da jetzt hier noch ein bisschen was rausholen können. So, 35er Ping, das ist ja schon mal super. Ich habe sonst immer 55 gehabt. 10,8. Ja. Und Upload haben wir. Und schon ist es installiert, wenn ihr es gerade gehört habt. Hustle Kings Update installiert. So, und da geht er jetzt hoch. Ich bin da natürlich nicht bei 1 Mbit, der ladet ja auch gerade noch runter. Ja. Also Downloadgeschwindigkeit, Upload funktioniert doch schon mal recht gut. So, jetzt breche ich mir halt die Pfoten. Das war jetzt aber auch zum Hardware-Check. Ich habe es jetzt angeschlossen mit euch, alle drei Produkte. Und ihr habt gesehen, der dritte, ich habe auf einen, also ich habe der schon im Netzwerk ist, der auf der anderen Seite ist, ich habe da einfach nur den Knopf gedrückt oder gedrückt gehalten, damit der merkt, ey, hier will sich was verbinden. Gucken wir mal, was da ist. Und dann habe ich bei dem anderen gedrückt und dann hat der das automatisch ins Netzwerk mit eingenommen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt, so, weil meine Fritzbox ist oben, habt ihr gesehen, über die Tür. Da müsste ich mir dann jedes Mal einen Stuhl hinstellen. Und dann klappt das nicht, muss ich wieder rein. Nö, einfach da gedrückt, hier gedrückt, eingebunden. Und funktioniert recht gut.
Ich bin sehr begeistert, auch von dem Upload jetzt in der PlayStation 4 mit 600 noch was, was da jetzt hier runterladen muss. Und der sagt mir 10 Minuten, von den Geschwindigkeiten konnte ich früher nur träumen. Jetzt ist das Heimnetzwerk auch auf ja, VDSL ausgelegt, dass ich da nicht so viel Verlust habe. Logischerweise etwas Verlust habe ich. Ja, als wenn ich das jetzt direkt an der Fritzbox habe, aber die Fritzbox ist natürlich zu weit weg und da bleibt eben nichts anderes übrig und ich habe auch keinen Bock, hier die ganze Zeit überall alle per WLAN anzuschließen, weil da gibt es dann öfters mal Probleme. Ich habe das lieber über LAN und habe die WLAN-Hotspots, die ich jetzt hier so habe, die nehme ich lieber für mich, für mein Tablet, für mein Handy. Und für kleinere Geräte, dass die großen wie PlayStation 3, PlayStation 4, Laptop, Fernseher, dass die komplett per LAN dran sind und die komplette Bandbreite nutzen können, die sie wollen. Ich habe auch die PlayStation, der PlayStation 4 sagt, dass er explizit Host ist. Die kann sich ihre Ports selber verwalten. Ich habe Ports freigegeben und die hat die höchste Priorität. Also von daher... Ja, 8 Minuten nur noch, das läuft jetzt richtig flüssig. Ich bin richtig schwer begeistert und freue mich bald auch im VDSL-Zeitalter angekommen zu sein, nach etlichen Jahren, wo Telekom hier nichts gemacht hat. Endlich wird es Zeit. Wenn ihr da noch Fragen habt, ich werde das jetzt, so wie es ist, werde ich es jetzt etwa eine Woche lassen. Ich werde mal versuchen, ob ich noch ein anderes DLAN mit dann dazu binden kann oder irgendwas dergleichen. Aber ich werde in einer Woche werde ich nochmal ein Fazitvideo machen, wie ich jetzt zufrieden bin, ob ich irgendwelche Schwachstellen gemerkt habe, dass es vielleicht ausgegangen ist oder nicht kompatibel war oder so. Bei dem Fritzbox-Teilen hatte ich, also bei dem von AVM hatte ich jetzt in letzter Zeit im Wohnzimmer bei der ab und zu mal so ein bisschen, nee, doch, ja, ab und zu mal die Probleme, dass ich kein Netz hatte, obwohl ich dran war. Alle anderen Geräte hatten Netz, aber mein Laptop nicht. Und dann musste ich den Kabel rausziehen aus dem Laptop, wieder rinziehen, dann hat er da kurz gerechnet und dann hatte ich wieder Internet. Mal gucken, ob das jetzt mit den von Devolo auch sein wird oder nicht. Das werde ich euch dann in etwa so einer Woche berichten können. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.